Ich grüße euch von drinnen, vom Lockdown quasi, und mache hier ein bisschen Bushcraft zu Hause und gleichzeitig auch ein bisschen Krisenvorsorge oder wie man es auch immer nennt. Dazu wollte ich euch ein paar Gedanken mitteilen und auch mein Update zu meinem selbstgebauten Messer noch geben. Also, das ist ja der Notkocher von der Schweizer Armee, der 71er oder so ähnlich, 7.1. Der war leer und den habe ich mit Wachsresten aufgefüllt und in der Mitte so 1, 2 Kerzenstummel reingesteckt und Streichhölzer, Reststreichhölzer, und es funktioniert, dass man sich damit auch etwas erwärmen kann. Hier sieht man, kommt ein bisschen Dampf hoch schon nach 10 Minuten. Ich denke nicht, dass es wirklich zum Kochen kommt, aber es reicht mir, um zum Beispiel so eine Brotsuppe, wie sie es meine Oma genannt hat, zu errichten. Also man nimmt alte Scheiben Brot, die schneidet man sich natürlich, bevor sie ganz, ganz hart sind, in Streifen, trocknet sie, und dann kann man sich da ruckzuck solche Würfel machen. Das sind jetzt 3 Scheiben Brot, und auf die Art und Weise habe ich hier zum Beispiel mit der Zeit einfach durch Brotreste so eine Dose voll Brot gesammelt, was wirklich kein Aufwand ist. Da sind ursprünglich mal 500 Gramm Brot drin gewesen in der Dose. Jetzt sind es etwas weniger durchs Trockengewicht, aber wahrscheinlich etwa nahrhaft wie 400 Gramm frisches Brot. So, und dass das neue Messer, also dass das alte Messer, was ich selber angefangen habe, ballig zu schleifen mit dem Lansky-Set, sind schon viele, viele Stunden reingeflossen. Ich hatte mit dem Tellerschleifer grob die Form gemacht und habe dann angefangen, hier symmetrisch in diesem Teil eingespannt den Schleifwinkel anzubringen. Dann habe ich ein Stückchen Robinier gefunden. Das ist ein sehr, sehr hartes Holz und das soweit grob zusammengeschnitzt, dass ich da schon mal so eine Handlage prüfen kann. Auch wenn man mal hier hinten halten will mit 2 Fingern, so dass hier kein Hotspot entsteht. Und habe mir einfach mal statt Nieten, habe ich mir einfach jetzt Torx-Schrauben genommen, die das dann im Platz halten. Einfach so, um das Gefühl dafür zu kriegen. Für dieses Messerchen. Das soll ja so eine Art Hackmesser werden. Eventuell lasse ich hier noch ein kleines Stückchen Baustahl dran schweißen. Also hier am Ende dran schweißen und mache hier eine entsprechende Bohrung und diesen Baustahl hinten etwas flach klopfen, dass ich es eben, wozu es auch entwickelt ist, hinterher als Stechbeitel oder kleinen Holzmeißel benutzen kann. Dass das Messer auch so schon etwas schneidet, sieht man hier ganz gut. Es macht deutlich auch Spuren im Holzbrett, wenn ich es mit ziehendem Schnitt mache hier. Und das trotz seiner 3,5 mm Stärke. Dieses Messer soll bei mir quasi die Funktion übernehmen, die ein Werkzeugmesser eben hat, dass man es hart rannehmen kann, dass man damit eben auch batonieren kann, da ja auch hier oben der glatte Klingenrücken und nicht abgeflacht oder gespitzt, die fast 90 Grad hier hinten ergeben, auch bei 9 bis 10 cm starkem Holz immer noch genug Auflagefläche, um zu batonieren.
Ja. Und dann noch ein kleines Update zu dem Erganzo, was ich von Wolkenfäller Jürgen bekommen habe. Gerade zum Beispiel hier ist ja eine Torx drin. Da habe ich mir einfach von den drei Kreuzschlitz, die hier, das hier gab, einen Kreuzschlitz weggemacht und dafür einen Torx-Bit an die Stelle gesetzt. So, und so erfüllt dieses Bitset nochmal mehr meine Wünsche für unterwegs, wenn ich mit so einem Arbeitsmesser unterwegs bin und es mal aufmachen muss oder dergleichen. Gut, inzwischen sieht man auch hier, dass die Milch schon Haut bildet und weiterdampft. Dann kann man das eben einfach übergießen. Es dampft schön. Eine Minute oder zwei einziehen lassen, dann wird aus dem trockenen Brot richtig leckeres. Ja, ein bisschen so wie ein Kuchengeschmack. Man kann sich natürlich dann auch noch Honig dran machen, einen Apfel dran schneiden, was auch immer man so hat, da hat. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und Zusehen bei diesem Sonntagsmittagsplausch hier, Brunchplausch. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.